Wer küsst es? Heißt das Ganze. 6 MitarbeiterInnen, alle von Florida TV. Mit jedem Mitarbeiter, mit jeder Mitarbeiterin arbeitet Klaas jeden Tag im Büro zusammen. Du kennst sie alle gut. Sie haben extra eine sogenannte schnelle Brille auf, damit man es noch nicht an den Augen sieht. Zum Versuchsaufbau. Wir haben hier 6 MitarbeiterInnen und 2 von ihnen sind extrem bekifft. Klaas, wenn du sie in 3 Runden rausfinden kannst, pro Runde schicken wir jemanden nach Hause, kannst du etwas gewinnen. Diesen Eimer Senf und diese Löffel. Ich stelle schon mal hier hin. So. Du darfst gleich Fragen stellen. Ja? Du darfst Fragen stellen, aber es gibt auch Runden. Und in der ersten Runde starten wir wie folgt. Ihr könnt jetzt diese Gloschs abnehmen und darunter findet ihr ein herrliches Kifferessen. Es handelt sich um Eis, Sahne und Schokoladenkuchen. Und das müsst ihr jetzt verzehren. Und dabei können wir sehen, wie geil ihr das findet. Und Klaas, du darfst Fragen stellen. Gibt es jemanden, an den du schon eine Frage loswerden möchtest? Ja, ich möchte mal wissen, also grundsätzlich erstmal an alle eine Frage stellen. Ich werde gleich noch spezialisieren, wer vielleicht anfängt mit der Antwort. Also ich möchte gerne wissen, wie seid ihr denn heute hierher gekommen? Ja? Wie seid ihr heute hier ins Studio gekommen, Rauli? Wie bist du denn heute hergekommen, Rauli? Bitte ans Mikro treten. Rauli, ans Mikro, hallo. Wir sind hier im Fernsehen. Bitte ans Mikro treten. Du willst essen, ne? Geil, ne? Ja. Wir sind leider sehr hart. Ich bin mit der Bahn... ans Mikro. Rauli. Ich bin mit der Bahn gekommen. Aber Rauli kommt häufiger mit der Bahn. Rauli. Okay, ja, alles gut. Ja. Naja. Hast du noch weitere Fragen? Sie müssen ja auch nicht ehrlich antworten, ne? Weil es ist ja für dich die Aufgabe, die 2 Bekifften zu finden. Jakob, dich sehe ich ja normalerweise immer so rumflitzen hier vor der Sendung, ne? Du arbeitest ja viel. Heute habe ich dich gar nicht rumflitzen sehen. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich war sehr intensiv in die Gästebetreuung involviert. Wen hast du denn betreut? Lukas Podolski. Katar. Wenn du das Wort, also den Namen Lukas Podolski hörst, dann wie klingt es in deinem Kopf, wenn du Lukas Podolski hörst? Lu, Podolski. Also Klaas, entscheide dich. Du musst jetzt einen Mitarbeiter enttarnen, der bekifft sein könnte. Auf wen tippst du aktuell? Den schicken wir dann direkt nach Hause. Ja, also wir spielen die nächste Runde. Ich meine, Katar ist immer gut drauf. Ja. Die Brille macht's schwer, ne? Muss man wirklich sagen. Ja, ich will ein bisschen näher rangehen noch einmal. Ja, die Brille bleibt auf. Amali hat hier irgendwie gar nichts beizutragen. Ne? Sag sie doch was. Irgendwie kommt, Amali, wie geht's denn? Alles okay? Mikrofon. Ja? Was ist denn los? Amalie, was ist los mit dir? Was hast du denn? Ich bin gut drauf. Ja, dann wäre es doch schade, wenn du jetzt schon weg wärst, oder? Ja. Ja, das wäre schade. Jetzt geht er weg, Klaas. So. Also, dann würde ich jetzt erstmal sagen, da war es bestimmt Jakob. Du sagst, Jakob ist Jakob. Bekifft? Ja, Jakob ist bekifft. Ja, Amalie doch nicht. Jakob, geh ans Mikrofon. Bist du bekifft heute? Nein. Nein! Falsch! Oh, schade! Wir verabschieden uns von Jakob. Herzlichen Dank, Jakob. Jakob ist bei klarem Verstand. Wenn man gekifft hat, ist die Koordination eingeschränkt. Das weiß man, das habe ich mir sagen lassen. Und deswegen haben wir jetzt einen Jenga-Turm aufgebaut, Klaas. Und du kannst jetzt beobachten, wie gut die Koordination noch funktioniert. Eure Aufgabe ist es, wie nach dem Jenga-Prinzip, als würdet ihr spielen, müsst ihr einen Stein im unteren Drittel rausziehen und ihn neu oben aufbauen. Dann macht ihr mal bitte 3 Stockwerke. Und währenddessen, Klaas, kannst du Fragen stellen. Bitte schön, ja. Fangt an. Max? Ich finde, dass du einen schicken Pulli anhast heute. Wo hast du dir den denn besorgt? Den Pulli? Bitte ans Mikro.
Den habe ich in einem Laden gekauft. Ja. Was denn für ein Laden? Wo denn? Mitte oder? Da erinnere ich mich nicht mehr. Ja. Du hast diesen auffälligen Pullover aus Versehen gekauft, ohne dass du dich jetzt noch daran erinnern könntest. Kannst du dich daran erinnern, dass du ihn heute angezogen hast? Ja. Kurz gucken. Ne? Welcher war es nochmal? Also alle Personen, die gekifft haben, Klaas, haben wirklich etwa eine halbe Stunde vor der Sendung ein gigantisches sogenanntes Teil gebarzt. Das heißt, also sind richtig frisch. Katha, ich glaube, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der völlig legal. Das ist wichtig, das dazu zu sagen. Ja, ist ja so. Ganz legal nach deutschem Recht gekifft hat. Wir lösen auf. Katharina, hast du soeben gekifft? Nein. Nicht gekifft, bei klarem Verstand. Wir verabschieden uns von Katha. Herzlichen Dank. Zwei Personen sind komplett bekifft. Und das ist hier die letzte Runde, Klaas. Und die heißt Runde 3. In Runde 3 darfst du endlich einen Blick auf die Augen nehmen. Bitte nehmt jetzt eure schnellen Brillen ab. Weißt du, ich sag doch gar nicht, guck doch nur. Ich guck so lustig. Ja, da merke ich mir. Wir haben auch einfach fröhliche MitarbeiterInnen, das muss man auch sagen. Oh mein Güte. Also wenn ich mal ganz kurz, das ist aber Quatsch, wenn du das jetzt bist, dann kommen wir, das ist schlecht. Hör auf, das so zu verherrlichen. Hör auf, das so zu verherrlichen, das ist mein Image. Ich bin ein normaler Mann. Wie ging das noch, dieser Pietro Lombardi-Ausraster? Das ist mein Image, was du ruinieren tust. Ja, Amalie, sei mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Hast du heute Marihuana geraucht? Ich möchte erst bis zur Auflösung sagen. Oh. Amalie. Also jetzt ist Auflösung. Also Klaas hat dich eingeloggt. Okay. Ja, ich habe dich eingeloggt, du müsstest es jetzt sagen. Ja, habe ich gemacht. Ja, hast du gemacht. Das ist wahre Hingabe. Ganz gut. Aber hör auf, das wird zu verherrlichen. Jetzt ist nur eine Person, Klaas. Eine Person ist noch bekämpft. Also du hast dich merkwürdig verhalten, aber das ist nun das Wissen. Wir wissen alle, dass das jetzt nicht so merkwürdig ist, dass du dich auffällig verhalten hast. Ne? Das ist, wir kennen dich seit Jahren. Ne? Groß und bekannt geworden bist du mit deinem großen Hit. Alles ist scheiße. Ne? Damals auf der Weinmesse. Da haben wir dich ins Herz geschlossen, als der alles ist scheiße, Rowdy. Aber ich glaube nicht, dass du heute bekifft bist. Doch, ich hab. Ja, wirklich? Und das Witzige ist, Rowdy wollte nicht aufstehen. Was? Rowdy, nimm das. Rowdy hat sich vertan. Rowdy, wie hast du dich vorbereitet auf diese Sendung? Wie hast du dich vorbereitet? Na, ich habe 30 Minuten vorher einen sogenannten Joint, sagen wir es noch, Spliffy, geraucht und ja. Ich konnte, das sagen, war von der Einschätzung her nicht optimal und es fällt mir alles sehr schwer gerade so. Ja. Aber du bist immer noch so, bist trotzdem wie so eine Art so ein Mann in so einem, also bei dir hat man jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt was ist, was man nachmachen muss. Nee. Also würde ich nicht empfehlen, nein. Geht's dir gut, Rauli? Nee, ja? Gar nicht, ich will nach Haus. Ja. Aber halt dich nicht immer so fest hier, deswegen ist das auch alles so wackelig hier. Stell dich einfach normal hin. Guck mal, wie der wackelig dein Tisch schon ist. Das ist alles verbogen hier. Jetzt mach ich mir keine Ängste. Und Max, was ist eigentlich deine Ausrede, dass du so ultra bekifft wirkst? Ich stand neben Rauli. Er hat sich ausgedrückt. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Rauli. Rauli, mein Freund. Viel Spaß noch. Ja. Und Körperkontakt ist schön, ne? Ja, schön. So. Ich finde, du kannst Rauli zum Dank den Eimer Senf noch schenken. Ja, oh ja. Vielleicht die Würstchen. Hast du recht. Ja, da freut man sich doch, ne? Heute Abend dann. Guck mal. Rauli, die Würstchen. Amalie, da für dich sind die Würstchen und du kriegst diesen Eimer Senf. Nimm ihn mal mit und halt ihn in Ehren, ne?
Weißt du noch, als ich mal deine Mutter angerufen habe? Ja. Ja. Das war sehr witzig. Ja. Da hast du Leute mit einer Wasserpistole beschossen, als du ein Kind warst. Und was war da drin? Was war in der Wasserpistole drin? Pipi. Genau, weil die dich beleidigt haben in der Schule. Die haben dich geärgert. Die haben dich geärgert und hast du Pipi in die Wasserpistole gemacht, hast die beschossen in der Grundschule. Ja. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, da ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss ich ja selber wissen.